Ja, sehr spät ins Bett gegangen gestern, so zwischen 3, halb 4. Dann konnte ich erstmal eine Weile nicht pennen. Naja, dafür auf jeden Fall relativ früh raus, halb 10, 10 Uhr. Draußen herrliches Wetter, Sonnenschein pur und satt. Liane ist unterwegs mit meiner Karre und besorgt nochmal Kleinigkeiten, wie zum Beispiel einen Duschvorhang, den wir nicht haben. Und sowas wie ein Abtrocken-Rack für Geschirr und so weiter. Ansonsten bin ich hier gerade dabei, diesen komischen Mietvertrag auszufüllen, der mich mal wieder ein bisschen überfordert. Was die wieder alles wissen wollen. Aber es wird ein bisschen einfacher, weil der Dan ja schon akzeptiert wurde. Ja, dann ist ein bisschen Studying angesagt für morgen. Und dann müssen wir morgen super, super, super früh raus. Ungefähr um 4:30. Wir wollen um 6 Uhr am Airport sein, an diesem Badging-Office. Was um 6 Uhr aufmacht, aber um 7 Uhr erst die Leute reinlässt für diesen Test bzw. diese Schulung. Also, das ist auf jeden Fall eine Stunde Wartezeit. Am Morgen, aber das war uns ja vorher klar, von daher kein Problem. Ich bin mal gespannt, ob die Diane ja klarkommt. Die hatte gestern leichte Schwierigkeiten mit der Orientierung mit dem Fahrzeug. Aber das kriege ich schon irgendwie hin. Mal sehen. So, ich habe gerade meine Applikation abgegeben für die Miete und da wollte ich die $45 für haben. Und das brauche ich jetzt hier bei der Tankstelle holen. Und man sieht hier, dass man in Las Vegas ist. Man kann sogar hier an der Tankstelle gamblen. Unglaublich. Also gucken wir mal, ob wir jetzt hier die Money Order bekommen. Also der erste Versuch, die Money Order bei der Tankstelle zu bekommen, hat nicht funktioniert. Jetzt sind wir auf dem Weg zu Albertsons, zum Einkaufsladen da drüben. Und da sieht man die Mountains im Hintergrund. Und das Wetter ist einigermaßen gut, sodass man im T-Shirt rumlaufen kann. 21 Grad. Super cool. Der erste Wermutstropfen hier gerade, und zwar der Pool. Die Gegend sieht zwar ganz nice aus. Kein Wasser im Pool. Aber der Whirlpool, der funktioniert. Immerhin, immerhin. Aber was hier los ist, man weiß ich nicht. Ich hoffe, die machen das nur sauber, also nicht irgendwie kaputt. Es dauert Ewigkeiten. Wird nämlich bald warm. So, der Tag ist fast vorbei, Sonnenuntergang ist angesagt. Und jetzt gehen wir was essen. Und zwar in diesen komischen mexikanischen Laden, den wir schon mal besucht hatten, als ich hier schon mal kurz in Las Vegas war. Und die Liane, die mag ja mexikanisches Essen, deswegen gehen wir jetzt hin. Und gehen alle schön was essen. Und dann hoffentlich früh ins Bett und morgen früh ist ein super Tag. So, das, was ich vermutet hatte, bevor wir schon eingetroffen sind, ist eingetroffen. 45 Minuten Wartezeit. Worst case scenario. So. Jetzt hängen wir hier ab. 45 Minuten. Warten auf unseren Tisch. Nur um mexikanisches Essen zu essen. Das ist eigentlich schon witzig. Aber gut, was soll's. Das Wetter ist nicht so schlecht. Und wir sind ziemlich sicher, dass es hier sehr leckeres Essen gibt. Von daher, egal. So, wie beim letzten Mal bekommen wir diese Vorspeise. Und die besteht aus, ja, und die sind noch warm. Und die Soßen sind auch warm. The sauce is warm as well. Ich weiß nicht, so, ja. Really good. Ich hab Diesmal habe ich es eingefangen. Wieder zu Hause. Super voll gegessen. 8:30 und ja, schon Zeit ins Bett zu gehen, denn in 7 Stunden muss ich wieder aufstehen. Und glaube ich, aber wahr. Also um 4:45 müssen wir los, um wirklich am Flughafen zu sein. Und dann geht der erste Tag los. Sehr gespannt. Mal sehen.